Herzlich willkommen zu einem neuen Story-Video. Nach nunmehr 4 Magic-Sets kommen wir nun zum absoluten Höhepunkt der Geschichte zu New Phyrexia. In der Lore von March of the Machine werden wir nun endlich erfahren, was die Invasion der Phyrexianer für das Multiversum bedeutet und ob diese noch einmal aufgehalten werden kann. Ich darf euch heute hier auf dem Kanal Teil 1, das bedeutet eine kurze Zusammenfassung der ersten 5 Kapitel der Story, vorstellen. Morgen findet ihr das große Finale auf dem Kanal von Elder Demon Highlander. Wer die Story bis hierher verpasst haben sollte, ein Blick in die Videobeschreibung lohnt sich. Die letzte Story endete damit, dass Elspeth sich in letzter Sekunde mit dem Silex wegteleportiert hat und die anderen Protagonisten vor einem Portal am Weltenbrecher stehen, bei dem Elesh Norn ihre Vision der neuen Weltordnung teilt, während sie den toten Jace wieder auferstehen lässt. Completed natürlich. Kaito, Kaya und Taiva stehen hilflos vor Elesh Norn und den beiden Phyrexianisierten Luca und Ajani. Vor den Augen aller lässt Eldesh Sheoldred herbeibringen und auf brutalste Art und Weise von Ajani exekutieren, um ihre Macht zu demonstrieren. Während Nahiri von Elesh dazu instruiert wird, auf Zendika die Himmelsfeste für Phyrexia zu unterwerfen, möchte Luca seine Heimatwelt Ikoria phyrexianisieren. Auch wenn Elesh da wenig Hoffnung darin sieht, lässt sie ihn gewähren. In genau diesem Moment können die drei Planeswalker um Taiva scheinbar unbemerkt fliehen. Die Armee Eleshs versucht nun gleichzeitig auf wirklich allen Hochzeiten des Multiversums zu tanzen. Während Tamio erst etwas zögerlich nach Kamigawa aufbricht, wird Ajani der Heerführer der phyrexianischen Armee auf Theros. Die Götter dieser Welt scheinen für den immer noch nebulösen Plan Norns von besonderer Bedeutung zu sein. Atraxa wird nach New Capenna geschickt, um die Fehler der damals missglückten Invasion zu bereinigen und die Halo-Quellen zu vernichten. Denn auch Phyrexia weiß inzwischen, dass diese mysteriöse Substanz eine Gefahr für sie darstellt. Szenenwechsel. Chandra ist gemeinsam mit Vivian, Ren und ein paar alten Bekannten an einem sicheren Refugium von Liliana. Die drei geflohenen Planeswalker erreichen, immer noch völlig geschockt von den Geschehnissen, ebenfalls diesen Ort und berichten von eben diesen. Von Phyrexia, den verlorenen Planeswalkern und der drohenden Invasion des kompletten Multiversums. Nach anfänglichem Unglauben diesem apokalyptischen Szenario gegenüber will die impulsive Chandra sofort los, um Phyrexia anzugreifen. Und wenn Chandra will, dann kann sie auch nicht mehr aufgehalten werden, auch wenn alle anderen diesen Plan für absoluten Wahnsinn halten. Während Lilianas Priorität Strixhaven ist, macht sich Chandra alleine auf den Weg, wird aber nach kurzer Zeit von Ren eingeholt, die sie unterstützen will. Es scheint noch Hoffnung zu geben, da sie spürt, dass noch etwas Lebendiges im Weltenbrecher, dem pervertierten Baum der Phyrexianer, steckt. Darüber kann sie vielleicht mit dem vermissten Teferi in Kontakt gehen. Es scheint also noch nicht alles verloren. Wir springen nach Kamigawa. Tamio erinnert sich daran, was sie einst so sehr liebte. Das Studieren von Geschichten, das Lesen von Schriftrollen, den tagelangen Rückzug in alte Bibliotheken. Sie erinnert sich an die vermeintlich wohl gerade wichtigste dieser Geschichten. Die von einem gewissen Ursa, der einen gewissen Khan erschaffen hat, aus dessen Hand wiederum das ehemalige Agentum und der Memnarch entstand. Sie muss daran denken, wie diese pristinen Kreationen wiederum durch das Öl pervertiert wurden und schlussendlich New Phyrexia entstand. Boseiju und der Towashi District werden bei den Kriegswirren stark beschädigt. Kaya und Kaito kämpfen unermüdlich darum, dass zumindest ein kleines bisschen Kamigawa übrig bleibt. Kaito und Nashi, Tamios Adoptivsohn, versuchen im Zuge dessen, Tamio auf Boseiju zu erreichen und diese von ihrem Plan der Unterwerfung Kamigawas abzuhalten. Es sieht nicht gut aus für die beiden. Tamio scheint etwas zu stark und im Geplänkel droht Kaito vom Baum zu stürzen. In letzter Sekunde taucht die Wanderin gemeinsam mit Kyodai, der Seele von Kamigawa, auf und rettet Kaito. Mit der Kraft von Kyodai
die nun durch die Kaiserin fließt, kann diese die komplettierte Tamio besiegen. Wie es sich für Kamigawa gehört, erscheint kurzerhand nach Tamios Ableben, wenn man es denn so nennen kann, ein Erinnerungsgeist, der eben diese Erinnerung der gerade verstorbenen Tamio an Nashi weitergibt. Es stellt sich heraus, dass ein Teil von Tamio sich freiwillig hat besiegen lassen. Währenddessen erreicht Taiwa Scampha und findet ein sich ebenfalls im absoluten Kriegszustand befindendes Kaltheim vor. Alle Völker, Zwergen, Menschen, Elfen, ja sogar die Walküren versuchen auch hier mit gemeinsamen Kräften die Invasion zu stoppen. Leider hat die Phyrexianisierung auch in Kaltheim die eine oder andere böse Überraschung für sie parat. Die komplettierte Weltenschlange Chroma wartet nur darauf, all diese unwürdigen Wesen zu zermalmen. Während auf Ravnica Theo und der Gildenmeister der Izzet, Ralzarek, die Verteidigung anführen, hat Pia Nala auf Geheiß von Sahili gemeinsam mit ihr die Bevölkerung von Kaladesh evakuiert. Girapur und das Ätherstromreservoir müssen um jeden Preis vor dem Fall bewahrt werden. Das gelingt trotz massiver Unterstützung der Renegaten nur so semi-gut. Der Verlust des Flaggschiffs war leider unausweichlich. Endlich kommen Chandra und Ren auf New Phyrexia an. Diese treffen völlig unerwartet auf Koth und Melira, Verbündete in einer Welt, in der erstmal alles feindselig wirkt. Die beiden erklären den Widerstandskämpfern ihren Plan. Schritt 1. Ren verbindet sich mit dem Weltenbrecher in der Hoffnung, Teferi zu finden und mit dessen Hilfe dann Phyrexia zu übermannen. Schritt 2. Augen zu, hoffen, Daumen drücken. Natürlich weist der Plan einige Schwächen auf. Außerdem gibt es auch keinen direkten Weg zum kompletten Weltenbaum, aber es ist die beste Chance, die sie haben. Ganz unerwartet gesellt sich Urabrask, einer der Prätoren, in die Reihe der Verbündeten. Dieser teilt die Vision eines geeinten Phyrexias von Elishnorn überhaupt nicht. Jede Welt benötigt Chaos und Feuer. Er warnt aber gleichzeitig vor der Stärke Elishs und ihrer Schergen. Koth wird Chandra gemeinsam mit Ren zu einer Plattform am Weltenbaum katapultieren und die Miraner werden währenddessen versuchen, die Armee Phyrexias in Schach zu halten. Nach einer durchaus harschen Landung werden die beiden allerdings schon von Nissa erwartet. Diese erscheint unfassbar mächtig, fesselt Chandra und extrahiert Ren aus Seven. Die ehemalige Elfe erzählt, dass Elish natürlich von ihrem Plan gewusst hat und versucht, glücklicherweise vergeblich, Chandra von der Herrlichkeit Phyrexias zu überzeugen. In letzter Sekunde gelingt es Chandra, die Plattform zur Explosion zu bringen und Ren sich beim Weltenbrecher einzunisten. Doch jetzt ist sie auf sich allein gestellt. Na, wenn das mal kein Cliffhanger ist. Wenn ihr erfahren wollt, wie es mit dem Marsch der Maschinen weitergeht und ob es Ren gelingt, Kontakt zu Teferi aufzunehmen, um das komplette Multiversum zu retten, dann schaut morgen auf jeden Fall beim Kanal von Elder Demon Highlander vorbei. Der Link dazu, sowie zu allen bisherigen Story-Coops von uns, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung.